von ihm als sein Geist. Ah. Und auch Zeit, dass du dich zeigst. Ich dachte schon, ich müsste dich holen kommen. Hab mir schon Sorgen gemacht, du wärst weich geworden. Aber du bist ein Soldat. Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Far Cry 5. Es ist soweit. Wir haben keine Zeit zum Reden. Wir müssen sofort handeln. Zerstöre die Wolfsköder. Weine nicht, Eli. Er war schwach und egoistisch. Ich hatte ihm die Chance gegeben, sich zu beweisen. Er hätte mir nur seine Whitetails geben müssen. Dann hätte er uns allen den Ärger erspart. Ja, und jetzt geht es los. Wir kämpfen wieder in einer... Da mich zu töten, wird überhaupt nichts ändern. Glaubst du, der Tod macht mir etwas aus? Du bist meine Bestimmung. Wir kämpfen wieder in einer gottverdammten Illusion. Gegen irgendwelche, gegen Leute von uns anscheinend wieder. Die gehen natürlich nicht so einfach kaputt. Warte. Doch, es geht einfach kaputt mit Schießen und, ja, natürlich. Von vorne beschossen werden, von vorne Explosion und von hinten beschossen werden. Das war klar. Ja, aber jetzt habe ich mal kurz Zeit zum Reden. Da sind wir wieder... bei The Crew. Reingelegt, nein. Bei Far Cry 5 und jetzt geht's daran, Jacob endgültig fertig zu machen. Und diesmal nicht von den Wölfen attackiert zu werden. Geh weg. Ja. Aber es ist genau das passiert, was ich befürchtet hatte. Ja. Und zwar, dass wir bei den Wild Tales eingebrochen sind, quasi eingefallen sind und Eli gekillt haben. Genau das ist passiert. Ich hatte gehofft, wir sind widerstandsfähiger, wären widerstandsfähiger. Aber da haben wir uns ein bisschen getäuscht. Aber wie gesagt, jetzt sind wir wieder hier und in einer Illusion. Du hast deinen Zweck erfüllt. Ach, guck an, wer da steht. Du bist zäher als ich dachte. Aber mich zu töten wird überhaupt nichts ändern. Glaubst du, der Tod macht mir etwas aus? Er ist meine Bestimmung. Ich gebe mein Leben. Und das mit Freude. Guck mal, das geht also. Alter! Kommt ihr denn ständig her? Only you, ja, ja, du kannst mich mal, only you. Oh Mann. Und überall sind Feinde. Man kommt hier gar nicht wirklich zum irgendwas machen. Meine Güte, es sind überall, es sind irgendwelche Feinde. Wie soll man denn da richtig zum Agieren kommen? Meine Güte. Ach, Alter, ist doch gut jetzt. Und natürlich, da vorne sind sofort... Ja, ist klar. Oh Mann, das wird lustig. Ich freue mich jetzt schon tierisch. Haut doch einfach mal noch mehr Feinde rein. Die uns den Garaus machen wollen, das wird bestimmt überhaupt nicht schwierig genug dann. Die Wölfe sind überall. Alter, stirb doch jetzt! Was soll denn das? Aua, Alter. Gibt's doch nicht. Muss mal kurz. Ist doch. Ah, Mann! Klar, es reicht ein Schuss und dann sind die. Gut gemacht.
Mal einen kurzen Moment zum Durchschnaufen wäre schön, damit ich auch mal dazu komme, so ein verfucktes Ding da zu zerstören. Heieiei. So, wo ist der nächste? Was das? Erledigst du weiter Botengänge für einen Teenager und eine Hausfrau? Whitehead sind nichts ohne Eli. Du bist nichts ohne Eli. Was ist denn nicht mit. Stimmt denn nicht mit dir? Das sind alles kleine Jacobs. Verdammt, ich treffe sie nicht. Ah, natürlich. Was ist denn da jetzt explodiert? Ah. Mann. Wir wissen, was mit den Schwachen geschieht. Wie gesagt, es ist gerade ein bisschen. Ja, natürlich. Er verlässt das Missionsgebiet. Ja, ich versuche ja nur alles zu umgehen hier. Aua, lass das. Aua, lass das. Meine Herren, kann ich mal kurz? Kann ich mal ausschalten? Darf ich das mal kurz? Ich dachte, kann ich mal kurz euch aus... Wir stehen auf der Schwelle. Ach, danke. Bleib doch mal stehen jetzt. So, jetzt habe ich keine Munition mehr, ne? So, ich muss weiter. Komm ich da, kann ich da schon was sehen? Komm schon, zeig mir den Generator, zeig mir den Generator. Ja, triff das Tier doch mal. Ich versuche Munition zu sparen. Sinnlos. Ja, Schnauze. Ich weiß, dass das sinnlos ist. Nee, es ist eigentlich nicht sinnlos, weil das hält mich am Leben. Wow, was war das? Ich werde schon voll paranoid hier gerade. Komm, Generator, Generator, wo ist der Generator? Kann ich das noch nicht von da treffen? Nee. Oh, natürlich. Könnt ihr mal aufhören, einfach so aufzuplöppen? Oder euch mal wenigstens ankündigen? Meine Fresse. Echt? Geht doch nicht. Ja, verletzt das Missionsgebiet, ich bin noch hier. Noch einmal. Ah, so, Generator, komm, da ist er. Kurz und zack. Und natürlich sind. Ja, wehe, die Alter. Dass jeder ihnen zu helfen versuchst, am Ende schlechter dran ist? Eli. Du wirst vom Unglück verfallen. Ja, Fred. Wirst du wirklich schützen wollen, ein Held sein wollen, brächtest du dich um. Das wäre für alle besser. Hua! Ja. Du bist Fleisch. Au! So, langsam. Aua, natürlich. Die haben ein Aim, ne? Das ist der Hammer. Wie immer, der Feind hat immer das beste Aim. Das ist und war schon immer so. So, zwei müssen wir noch zerstören. Komm bitte. Regeneriere dich mal ein bisschen. So. Guck mal, wir sind kaum zu sehen. Die Wölfe sind überall. Ja, genau. Das ist ja mein Problem. Die sind überall, weil sie einfach mal aufplöppen. Du lässt sie ja überall aufplöppen, Freund. Ja. Ist der geilste Moment, um nachzuladen. Der geilste Moment. Tu ich. Ich bin dabei. Wenn deine scheiß Wölfe nicht einfach immer aufplöppen würden, wäre alles gut. Da sind sie nämlich schon wieder. Ich sehe sie doch schon. Scheiß Köter. Da, geh weg. Hauptsache, da steht das Schild mit von wegen hier Jagdgebiet. Komm ich hier schon? Nee, da steht dooferweise genau hinter. Wir wissen, was mit den Schwachen geschieht. Oh ja, wir lassen einfach mal wieder jemanden aufplöppen. Das ist total gut. Wir sind noch nicht fertig. Ja, Alter, von wo? Ja, natürlich. Ist klar. Warum auch nicht? Wir haben... Ja, wir haben tatsächlich keine Muni mehr dafür.
Ist wahr, oder? Wir haben keine Muni mehr dafür. Nein. Jage weiter. Ja, ich jage. Ich jage. Ich versuche es jedenfalls. Wir haben keine Muni mehr. Verdammt. Ich höre wieder Wölfe. Glaube ich. Ich traue mich nicht da hinten hinzurennen. Wenn ich Schiss habe, dann ist alles wieder zu Ende. Dann ist alles vorbei. Und nochmal. Ich werd zu hektisch. Ich merke das. Ich werde zu hektisch, sobald ich irgendwie drohe, getroffen zu werden. Werde ich echt zu hektisch. Hinter mir. Also hinter mir. Wisst ihr, ich werde sofort Panik. So, die Hunde. Ist ja wenigstens gut, dass man wenigstens nur einen Schuss braucht. Irgendwas Explosives. Reicht das? Hoffentlich reicht das. Natürlich nicht. Was sind das für Granaten? Ja, Gott sei Dank. Nur noch ein... Aua. Nur noch einer. Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo ich hin... Nein! Ich habe keine Muni mehr für die Pistole. Die Pistole ist leer. Ach, super. Vor allem, da stand ganz am Anfang, stand eine Munitionsdingen. Jetzt hier nicht mehr. Hier nirgends. Und hier gibt's auch nichts zum Verstecken. Das ist sehr schlecht. Zum Deckung suchen. Hahaha. Witzig. Nicht. Bitte. Zerstöre es. Zerstöre es doch bitte. Ja. Das haben wir wenigstens schon mal. Was kommt jetzt? Ohne Munition. Ein Ladebildschirm. Okay. Erstmal durchatmen. Es ist alles gut. Durchatmen. Nur meine wenige Munition regt mich auf. Jedenfalls haben wir jetzt erstmal... Wow. Oh, jetzt haben wir erstmal wieder Munition. Allerdings auch viele... Ja, jetzt haben wir nämlich echte Wölfe, die nicht nach einem Schuss weg sind. Ohne Granate hier! Töte Jacob. Hab ich vor. Müsste dafür erstmal in seine Nähe kommen. Alter, dieser Wölfe, wo ist er? Dreckviech. So, ich glaube, ich muss wirklich mal das M249 hier ran schaffen. Sorry, Schrotflinte, aber ich brauche Feuerkraft. Und sehr viel Munition. Wie es aussieht. So, da oben sitzt er. Kann ich ihn eigentlich mit dem Scharfschützen ausschalten? Das wäre ziemlich nah. Muss natürlich erstmal nachladen, ist klar. Also hier kann man ihn nicht sehen, ne? Nee. Ich versuche es jetzt einfach erstmal, ne? Also ich versuche ihn jetzt mal von hier auszuschalten. Das wäre mir durchaus lieber, anstatt jetzt zu ihm hinzurennen. Aber er steht da gut. Er hat sich da gut hin positioniert. Aber... Na, Missionsgebiet, ich hasse euch. Ich hasse alles. Da ist ein kleines Köpfchen. Hör doch mal auf zu wackeln jetzt. Habe ich ihn überhaupt getroffen? Wenn ja, finde ich das ziemlich nice eigentlich. Ich versuche es weiterhin, ihn irgendwie ins Bild zu kriegen.
Das wäre mir persönlich nur recht. Dieser blöde Fels, der steht da im Weg. Den haben sie bestimmt so designt, diesen Felsen, damit man so spawnt, dass man ihn nicht von hier aus sehen kann. Aber was ein guter Scharfschütze ist, der bleibt geduldig. Ich sehe seinen Kopf, glaube ich. Ja, verwundet. Er ist auf jeden Fall verwundet. Verdammt, sie haben mich gesehen. Miss Jacob hat mich gesehen. Oh, der Drecksack. Hier bin ich erstmal... Verdammt. Safe wollte ich sagen. Lass das doch mal. Das nehmen wir runter. Danke. So. Hier werde ich erstmal nicht gesehen. Außer natürlich von Jacob, der genau weiß, wo ich bin. Du warst also Scharfschütze, Jacob, ja? Ich muss schneller sein als er. Ich muss schneller sein als er. Ich würde es nämlich sehr feiern, wenn ich ihn vor... Ist es zu weit weg? Ist es zu weit weg, um ihn zu treffen? Du willst mich jetzt verarschen. Sonst willst du mir jetzt aber nicht sagen, dass ich keine Munition mehr für die Waffe habe, oder? Dann möchte ich nämlich ein klein bisschen kotzen. Nee, das kann nicht sein. So viel Schuss haben wir noch gar nicht abgegeben und ich habe Munition voll mitgenommen. Jacob, komm schon, streck dein hässliches Gesicht vor. Wir haben tatsächlich keine Munition mehr für das Teil. Das kann doch nicht sein. Ich laufe zurück. Ich laufe jetzt auf jeden Fall zurück und hole mir die Munition für das Scharfschützengewehr. Das gibt's doch nicht. Was soll denn das? Lauf, Deputy. Stimmt denn nicht mit dir? Also, das kann es ja eigentlich nicht sein. Das ist doch ein Hohn. So, aua, natürlich. Haben wir jetzt auf einmal auch wieder einen Wolf hier. Bleib liegen. So. Wir haben 5 Schuss. Was soll das denn? 5 fucking Schuss haben wir. Weißt du, da steht ein Riesenhaufen Riesenmunitionskistenhaufen, ja? Aber wir kriegen nur 10 Schuss oder so für Scharfschützengewehr. Das kann doch irgendwie nicht sein. Ich verlange Wiedergutmachung. Ich möchte mich beim Reiseleiter beschweren. Nur sein Kopf. Headshot, okay. Das Problem ist aber, ja, er steht sofort wieder auf. Das ist doch gemein. Ja, wir müssen da hoch. Das ist sehr gemein. So, hier sind wir erstmal safe. Stirb doch jetzt! Das gibt's doch nicht! Wo kommen die Viecher denn immer her? Die sind immer auf einmal da, ne? Merkt ihr das? Das ist Peach ist wahrscheinlich ja nicht mehr verfügbar. Ich bin mir alleine. Peach ist es wahrscheinlich... Ne, natürlich nicht. Jage und töte Jacobs Seed. Ja, ja. Belohnungen Jacobs Gewehr. Mhm. 3000 Dollar. Schön, dafür müssen wir aber auch erstmal so weit kommen. Würde ich sagen. Aber wir machen langsam. Weil wir werden Jacob wahrscheinlich wirklich Aug in Aug töten müssen. Und
Was für ein Gebäude? Hast du gerade Gebäude gesagt? Bist du eigentlich doof? Stimmt ja nicht mit dir. Ah, hier kommt sie runter. Das sind ja aber freundlich. Alter, willst du mich ver... Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ganz langsam, ganz langsam. Alles. Jacob, lass das. Aua, ich sagte Jacob, lass das. Guck, ihr seht es doch, hoppala. Den Gewehren fällt aber auch immer in den schlechtesten Zeitpunkten ein, leer zu gehen, ne? Ist euch das schon mal aufgefallen? Uah. Das war knapp. Ja, das ist schön. Geh mit ihm ab. Ja, das lässt ihn nur wegfliegen, aber bringt ihn nicht um. Das Gemeine ist, Jacob sieht uns dann. So. Uiuiuiui. Lauf. Jetzt müssen wir zu ihm hochklettern. Das uncoole Gefühl, er wird das zu verhindern wissen. So, jetzt ist angeblich alles voll. Angeblich. So, ich werde jetzt nicht durchrennen, weil ich das uncoole Gefühl habe, dann gleich Besuch zu kriegen. Ach, ist das spannend. Das ist so spannend. Für dich gibt es hier nichts zu gewinnen. Das Ende ist blutig. Für jeden. Ob du jetzt oder später stirbst, liegt an dir. Er redet noch, obwohl er tot ist. Nicht als Held sterben. Mein Bruder hat das alles kommen sehen. Ich weiß nicht, ob er mit Gott spricht. Das ist nicht von Belang. Er hatte recht. Die Menschheit steht mal wieder vor einer Krise. Es ist nicht von Belang, was wir bauen oder erreichen. Wir finden immer einen Weg, es einzureißen. Babylon, Rom, Imperien steigen auf, Imperien fallen, Amerika. Wir sind nicht anders. Wir haben doch ein Messer. Zerstörer. Zweiter Weltkrieg, Krieg gegen den Terror. Wir haben überlebt, aber es brachte uns nur näher an den Abgrund. Und genau da sind wir jetzt, ganz pünktlich, wie bestellt, und warten auf jemanden, der uns runterschubst. Und oh Mann, hast du uns geschubst. Du hast genau getan, was er vorhergesagt hat. Und du hast es nicht mal gewusst. Du hattest... keine Ahnung. Only you. Ich weiß nicht, ob ein Danke hier wirklich angebracht ist, aber... naja, jetzt ist Eli wenigstens nicht umsonst gestorben. Das, was passiert ist, tut mir leid. Ehrlich. Du bist nicht allein schuld an der Sache. Aber jetzt ist nicht die Zeit für Vorhaltungen oder Vorwürfe. Dieser Deputy Pratt und ein ganzer Haufen unserer Whitetails versauert in Jacobs Waffenkammer. Setz dich in Bewegung. Wir zielen auf dich. Kriegsopfer. Also Deputy Pratt war also der, der... Shopping ist sicher nicht ein Ding, aber es gibt neue Ausrüstung. Ist bestimmt der, der bei ihm die ganze Zeit, der uns auch geholfen hat, auszubüchsen. Dafür, dass er gerade gestorben ist, sitzt er aber noch ziemlich gut da. Ja,
Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden. Und damit, meine Freunde. Warum ist er jetzt an dem Punkt? Liegt er jetzt an dem? Hey. Hä? 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 Egal. Nee, da oben hat er doch gesehen. Ist ja auch egal. Meine Freunde, hier sind wir also. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir den Rest der ganzen Kumpanen befreien. Jetzt haben wir jedenfalls erstmal Jacob besiegt. Und das heißt, John ist nicht mehr... Quatsch. Jacob ist nicht mehr weit. Auch nicht. Wie heißt er denn? Wir haben jetzt Jacob, John und Faith. Das heißt, unser Obermacker heißt, Joseph. Haha. Ja, genau. Das heißt, Joseph ist nicht mehr weit. Und ihn holen wir uns auch noch. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.